Vorher kam es, Kiss brauche ich noch. Ich habe gesehen, im Video ist meine Musik voll leise, aber bei mir ist sie voll deutlich lauter, Mann. Ich brauche noch ein oder zwei Kills mit der AKM hier. Nicht ein Scuff, was für ein scheiß Joke. Deshalb hasse ich diese Server, Mann. Aber ich finde den anderen überhaupt gar nichts, Mann. Und auf E muss ich mich erstmal aus meinem Spawn rauskämpfen, Mann. Sock Balls, Mann. Da gehe ich immer drauf. Es gibt eine Musikration hinter Bassgeräusch. Und das hört sich an, als würde man in der Entfernung schießen, Mann. Hier sind so oder so immer welche. Ich mache mir nur Sorgen, weil hier auch rüber die Spieler mal kommen. Aber noch hat nichts auf mich geschossen, glaube ich zumindest. Nicht, dass ich es überhaupt hören könnte. Ja, ja, da sind welche. Scheiße, einer hat mich gesehen. Ich habe ihn schreien ein bisschen hoch, Alter. Da lernen sich wohl gerade ein bisschen näher kennen. Wo ist denn der? Beim Stromberg sind auch welche. Scheiße, Mann. Danke fürs Sterben, Alter. Ich muss mich nur schnell hochheilen, Mann. Ich brauche noch einen Kill, dann hat sich's erledigt. Ich dachte, ich hätte eine Granate gehört. What? Laber keinen Scheiß? Ja, der Raid ist schon beendet, Alter.
Schnell Blutung stillen, Mann. Aber ihr habt mich gleich böse erwischt, Alter. Du, dich schon jetzt ins Stuff, auch wenn ich dabei drauf gehe. I don't care, Mann. Er kommt. Gott, mit Musik kann ich kaum was hören. Ich weiß auch gar nicht, wer mich getroffen hat, Mann. Weil normalerweise erkennt man es ja immer am Geräusch. Die chillten hier zu zweit ab, Mann. Ich gehe raus. Jetzt wird es zu gefährlich, Mann, zu liegen. Hauptsächlich muss ich meine AKM ditchen, Mann. Das war nämlich der Plan, Mann. Wo ist meine Waffe, Mann? Die, oh, die ist gleich dahinter geklitscht. Wie geil ist das denn, Mann? Ja, die Wichser haben mich böse angefuckt, Alter. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Einer von denen muss echt was gehabt haben mit Wumms, Mann. Aber nicht, ganz schön OP das Ding, Mann. Was verschießt denn das für eine Muni, bitte? M61? Warte mal, ist das nicht die voll gute Ammo? Laber kein Scheiß, kein Wunder, dass das so weh tat, Mann. So kam der voll durch. Die benutzen M61, Mann. Armor Piercing Rounds. Laber keinen Fuck, Mann. Hier sind auf jeden Fall zwei andere Spieler, hallo? Heilen! Oh mein Gott, Mann! Mit was für Waffen sind die hier denn bitte rumgerannt, Mann? Aber warte mal, das Ding ist mit Sicherheit nichts wert, Mann. Fuck auf das. Boah, aber die Waffe ist viel zu OP, Alter. Holy shit, Mann. Aber nicht? Nice.
nur was jetzt, Mann. Also bis hierhin habe ich gedacht, ehrlich gesagt. Weißt du was, wie man das so? Ich benutze die hier und wenn ich was zum Abknallen habe, benutze ich meine Ding. Ich muss eh ins Resort rein, aber das will ich erst später machen. Ich will die erst looten lassen da drin. Weil sobald man volles und geile Sachen gefunden hat, verpisst man sich. Achso, das habe ich ganz vergessen zu machen. Ich stelle das gleich schon mal auf, naja. 100 Meter ist besser so. Jetzt zieh dir mal rein, wie OP das Ding ist hier. Ich geh runter zu den Ding und dann headshot ich den Arsch da oben. Vier von 15 habe ich. Zieh dir das mal rein, Mann. Oh fuck, ich hab ihn zu... Ich glaube, das war zu hoch. Aus dem zittert mein Arm, macht's voll schwierig zu treffen. Obwohl ich Painkiller gefressen habe. What the fuck? Schon wieder ein bisschen zu hoch. Ja, jetzt hat er es gesehen. 5 von 15, Alter. Einfach OP, Mann, das Ding, Mann. Die Slogs haben vielleicht eine Reichweite. Holy shit, Mann. Oh, da war ja auch einer. Wo ist er? Ich muss nur richtig aufpassen, weil ich muss um jeden Preis seinen Kopf treffen, Mann. Ah, da ist er. Yep. Headshot, Baby. Slugs sind echt gut mit Shotgun, Mann. Schon fast ein bisschen OP, Mann. Ich überlege gerade, ob da vielleicht noch ein paar mehr sind, Mann, oder nicht. Aber da hinten ist auch ein Spieler, Mann. Fuck it. Ja, ich gehe mal Resort. Die sollten da oben eigentlich schon soweit fertig sein. Ich will nur schnell mein Back hinlegen. Hoffen wir einfach, dass ich nicht getötet werde, Mann. Das wäre echt nervig. So nervig auch nicht, aber ich muss ja dann wieder raus und dann wieder rein und dann... Zock bei Holz. Ich würde mit dem Ding hier gerne mal auf jemanden schießen, aber unterm Strich. Aber dass das M61 Munition benutzt, ist heftig, Alter. Kein Wunder, dass das Ding durch meine Armor ist wie Butter. Zieh das mal rein, Mann. Die hat nur noch 3,2 Punkte, Mann. Ey, ich sag, das ist die Schutzweste mittlerweile voll nutzlos. Und ausgerechnet, jetzt habe ich kein Stamina mehr. Hol mir ab, Alter. Hier sind mit Sicherheit welche hochgerannt. Ich renne da jetzt auch hoch, aber ich will nicht looten, Mann. Ich will einfach nur den scheiß Bacon hier setzen, ne? Schauen wir mal, wie es läuft. Oh, war da gerade einer oder habe ich mir das nur eingebildet? Ah, das war ein beschissener Busch, Mann. Ich hab mich gerade fast eingepisst, Mann.
Ja, durch die Musik kann ich nicht mal hören, ob hier was ist, aber ist mir eh scheißegal, ich renne einfach hoch. Wenn ich sterbe, man rüste ich mich einfach neu aus und gut ist. Hier war gar keiner, Mann, what the fuck. Alles klar. Ah, warte mal, lass wenigstens mal in die Kiste hier schauen. Aha. Aha. Ja, alles scheiße, braucht keiner das auch. You can see me. Krass, Alter. Scheinbar fehlen denen hier immer noch die Keys, Mann, für die Räume. Aber ich bin hier schon durch und es wurde alles gelootet, Mann, alles. Zumindest nimmt er seinen Müll mit, Mann. Das passt doch, Mann. Geil, jetzt habe ich die Mission auch abgeschlossen, Mann. Das ist ziemlich geil aktuell. Boah, das ist so behindert, aber ich kann nicht anders. Warte mal. Das war hier, glaube ich, oder nicht? Nein. Oh Gott, ich will nicht im Resort sein. Aber das ist eine gute Chance, Mann. Scheiß drauf, nimm den Müll einfach mit, Mann. Hier ist jetzt einer, fuck. Ey, brech ich mir die Beine, wenn ich hier runterspringe? Hier ist ein anderer Spieler, Mann, ich muss weg. Wo ist denn der Wichser? Er muss genau da sein, Mann. Nein, don't care. You can't see me. Sakotten immer, Mann. Ich finde es echt cool, Mann, dass ich es mir schon angeeignet habe. Yep. You can't see me. Ja, okay, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin, Mann. Aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Scuff-Skills hier. Eigentlich so viele, wie ich kann. Das Problem ist, meine Ammo ist voll fucked und alles, Mann. Mosin-Fucker, aber die Waffe hier ist echt ein bisschen OP, denken die nicht? Ich meine jetzt mal im Ernst mal, das ist eine halbautomatische Mosin oder so. Mit panzerbrechender Munition, Mann. Das ist ja... Dude. Das ist heftig. Die sind auf dem Traders Markt sicherlich gut Geld wert, Mann. Ja, scheiße, Mann. Mein Chris liegt schon auf 3000 runter. Oder 300, ne? Oh Gott. Unterm Strich schon fast nutzlos. Eigentlich müsste ich, sollte ich das verkaufen, wenn wir ein neues mitnehmen. Aber behalten wir es mal. Ich nehme es hauptsächlich mit, weil es hier auch Fractures und so heilen kann. Und es ist wirklich ziemlich, ziemlich brauchbar. Sehr nützlich.
You can't see me. Da aber nicht, hier war nicht mal einer. Ja, soll ich raus oder was? Ich schau nur noch mal da runter. Ah, warte mal, kann ich hier überhaupt extracten? Road to Custom. Warte mal, der Road to Custom ist zu, Mann. Das heißt, Rock Passage ist offen. Naja, scheiß doch, dann machen wir noch unsere Runde hier. Ja, ist zu. Das ist zu geil, Alter. Totaler Bullshit. Ich hatte schon, dass einer hier... Jetzt bin ich raus. Ha? Wieso bin ich jetzt extracted, Mann? Das war rot, oder nicht? Ich check... Also, die Logik check ich gerade nicht. Aber, Shoreline ist da ein bisschen verbuggt und wird's auch bei den Extraction. Du kannst nicht sehen, wenn du rausgehst, John. Ich verstehe nicht, wieso das so ist. Keine Ahnung. Und ich habe nur 55 XP bekommen für 3 Kills, Mann. 0 Kills! What the fuck? Alles klar. I get it, I get it. Scheiße, Alter. Gott. Sie haben einen Patch rausgebracht, einen Fix, der mehr mal wieder zerstört hat, als er repariert hat. Na, ist scheißegal. Ha? Frag mich bloß nicht, was hier gerade abgeht, Mann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Mann. Weil es war rot, dann bin ich kurz extracted, hab sogar XP bekommen und gleichzeitig bin ich, hat das Spiel abgebrochen, ne? Oh Gott, Alter. Na egal, Mann. Eigentlich wollte ich halt nur die Granatbox looten, Mann. Die letzten zwei Patches waren echt smooth, Mann. Ich glaube, hier haben sie es ein bisschen überhastet, weil wir wirklich auf was gewartet haben, Mann. Ey, hat's gerade den Server gefickt oder was? Außerdem habe ich eine... die Server hat's gefickt schon wieder mal. Ganz toll. Oh Gott, Alter. Na egal. Er wird mich jetzt gleich rauskicken und dann scheiß ich drauf. Dann tue ich einfach abbrechen alles. Das Ding ist, ich werde alles verlieren, was ich gerade gelootet habe, Mann. Was irgendwie nicht so schlimm ist, ehrlich gesagt. Ja, entweder hat den Server zerfickt oder ich weiß auch nicht, was abgeht. Es war ein scheiß Fehler, dass ich da einen Fuck drauf. Macht ja keinen Sinn, Mann. Und ich habe keinen Bock, hier meine Zeit zu verschwenden, ne? Meine Fresse. Sowas fuckt mich immer ab, wenn sowas passiert. Ha, jetzt geht's auf einmal. Eigentlich bin ich gerade... Oh Gott. Weißt du was? Ich will's gar nicht wissen, was hier gerade passiert. Ich will's nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen, Alter. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht, ganz ehrlich. I don't know. Ist schon lustig, dass ich das sogar noch alles aufgenommen habe, Mann. Wie das Spiel abfuckt ohne Ende. Komm schon, Mann. Ja. Aber nicht, aber ich bin extracted, ne?
Ich verstehe die Logik in dem, von dem Spiel gerade gar nicht, Mann. Ganz ehrlich, ich check's nicht so ganz. Verkaufe ich alles, deshalb baue ich das schön hier hin. Mechanik, 19.000, für den Preis kriegst du die Nigelnagel neue, ne? Traders Mark, sag ich nur. Ah ne, warte, fuck. Am besten fangen wir mit Mechanik an, damit ich mit Skill, damit ich nicht hoffe, denn die Sachen verkaufe, die ich das sonst gar nicht verkauft hätte. Kaufen. Ich schließe mich den 39.000 einfach mal an, Mann, hier. Wie ich so viel Geld habe, genau so. Kauf die Karten und verkauf sie hier wieder. So machst du 90.000 Gewinn jedes Mal. Die sind voll tief, aber die werden eh alle, falls alle gekauft. Ich meine, das Saliver kostet 13.000, die verkaufen das viel zu krass unter Wert. Und es ist mir auch egal, weil es ist jetzt nur am Anfang so. Verkauf sie einfach für 39.000, so mach ich. Früher oder später sind all die billigen weg, Mann. Und dann kann man ja nur noch die danach kaufen. Das ist nur, weil die jetzt auch alle die gekauft haben. Und weil viele von denen einfach Idioten sind, deshalb. Oder soll man 35.000 machen, ne? Nein, mach mal 36.000 ab. Nein, nee. Wir machen 39.000. Damit ich genug Gewinn mache, ich mache dann doppelt so viel Gewinn. Oh. Siehst du, schon ist die Karte weg, 39.000. Ah, das Morphin-Ding ist weg, genau. Hätte mich auch gewundert, weil zuerst mal müssen die ganzen unterbotenen Karten weg, bevor die deine kaufen. Ich frag mich gerade, ob ich genug Slugs dabei hab, Mann. Ja, das sollte reichen, Mann. Jetzt muss ich das hier machen, ne? Noch, aber daran bin ich ja gerade, daran arbeite ich gerade. Also ganz cool, Homies. Ich arbeite dran. Das habe ich auch gemacht, da gibt es eine Fortdauer. Gestern habe ich eine in Labs verloren, das Video habe ich auch schon hochgeladen. Hier siehst du, alle verkauft, ne? Alles Alevas. Deshalb, es macht keinen Sinn, das so krass zu unterbieten, das ist Bullshit. Was ist denn das 10k Schaden von der Tandem 17 Use Silence Weapon? 70 Meter weit weg.
mit einer geschalldämpften Waffe. Ich weiß nicht, ob ich mit Slugs auf 70 Meter noch was treffe, ehrlich gesagt. Das ist gerade das hauptsächliche Problem hier. Die sind aktuell gut, Mann, die behalte ich. Die russischen Kopfhörer sind jetzt voll scheiße. Ragman. Hey, will ich mir das nur ein oder habe ich ein Minusgeschäft gemacht? Hatte ich vorhin nicht mehr Geld? Ah ja, weil ich ja noch die 100.000 genommen habe von Ding, um mir die Keykarte zu kaufen. Ne? That's true. 3 Gas-Analyzer, nice. Das Ding ist, keine alte Sau braucht die Dinger. Und was bringt es überhaupt, die einen so spät zu geben, Mann? Es ist einfach nur behindert, wenn du mich fragst. Aber mich fragt so oder so niemand, also. What? Laber keinen Scheiß, die gehen problemlos für 150.000 weg. Schauen wir mal kurz. Ja, die sind alle schon weg. Laber keinen Fuck, Dude. Ich kann die problemlos für 190.000 verkaufen. Würde sogar wahrscheinlich sogar 200 gehen, aber es macht nichts. 190, 1, 2, 3. 190.000, Mann. Crazy, Alter. Ja, aber die sind wie immer nichts wert, Mann. Die verkaufen am besten direkt hier. Oder du machst es anders und nimmst die, weil du kannst die ja tauschen, ne? Man müsste die tauschen können. Ich hab sogar einen so einen. Hier. 2 von denen und 4 Arme. Und dafür bekomme ich 50.000. Wie bekomme ich 30.000? Ah, das könnte sogar Gewinn abwerfen aktuell. Naja, scheiß doch, Mann. Ich hab keinen Bock auf so einen Scheiß. Jetzt siehst du rein. Die, wo die für 13.000 verkaufen, machen sogar noch Verluste, Mann. Ja, okay. Ich habe irgendwas verkauft. Was habe ich verkauft? Ah, ich habe einen Gas-Analyzer verkauft. Wow, ich hätte nie gedacht, dass die so viel Geld abwerfen, Dude. Das ist heftig aktuell. Ich brauche jetzt einen Schalldämpfer für die Saiga. Aber ich weiß nicht, wie man die MP153... Frag mich nicht, wie man da einen Schalldämpfer drauf macht, Mann. I don't know. MP153. Ich habe auch noch nie gehört, dass man da überhaupt einen Schalldämpfer drauf gemacht hat, Mann. Noch ein Gasanalyzer verkauft. Boah, das ist crazy, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass die es so gut verkauft. Die zu farmen würde sich glatt rentieren auf Ding, Mann. Removed Pain. Was ist das für ein Dreck? Das Ding hier ist ein Haufen Scheiße. Das ist wie Painkiller, Mann. Was soll man denn mit dem Müll? Ja, Ich hau jetzt auf den Schalldämpfer. Ich hab nur keine Ahnung, wie das geht. Ich hab sowas echt noch nie gemacht, Mann. Ich glaube nicht, dass man auf die überhaupt einen Schalldämpfer packen kann, Mann. Ehrlich gesagt. Aber was war denn das dann jetzt? Warte mal. Ja, die Gas-Analyzer sind alle weg, Mann. Laber keinen Scheiß, ich hätte sie für 200.000 verkaufen sollen. Hätte ich 30.000 mehr gemacht, na egal. Ja, okay, ich mache jetzt mal einen Cut, weil ich muss jetzt mal schauen, wie man hier
wie man hier, weiß schon, Schalldämpfer drauf. Weil ich weiß nicht, ob ich, wenn ich mit der Saiga 12 reingehe, ob das zählt. Aber eigentlich sollte es schon, aber ich meine, ich glaube nicht, dass die so eine gute Reichweite hat wie die Waffe hier. Ich meine, die Waffe ist viel größer, Mann, die normale. Aber das ist eine 12G. Ja? Eine 12G Shotgun. Weiter 12 Gauge Shotgun, ja. Das ist so eine, Mann. Ganz klare Geschichte. Weil auf die kann ich ganz easy einen Schalldämpfer packen, Mann. Silencer. Ah ja, warte. Hier habe ich schon gelesen. Silencer, Salvo 12. Okay. Ey, kann ich den Hybrid auch auf einem Ding machen, oder was? Weißt du, mit geschalldämpften Waffen, die umzunieten, ist voll easy, Mann. Das ist keine große Sache. Ey, okay. Schauen wir mal.